Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, mal wieder ein kurzes Video zu machen. Und zwar, es geht mir darum, in den letzten Kommentaren, was nach meinen Videos gemacht worden sind, da habe ich bemerkt, es sind Leute, die sagen, die Entrückung findet nie statt. Das ist eine veraltete Geschichte. Da waren sehr viele Sachen, die falsch gelaufen sind. Und ich habe in meinen anderen Videos das auch mal erläutert. Kurz sage ich jetzt dazu. Ja, es ist oft passiert, dass Leute haben gesagt, auf dem Datum kommt, wird die Entrückung passieren. Die Weltende ist da. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann werden wir sehen, dass die Leute, die solche Sekten eröffnet haben und geführt haben, die sind reich weg, die sind verschwunden und die Mitglieder alle tot oder arm davon gegangen und wir haben dann den Führer gar nicht mehr gefunden. Es ist sehr schwierig für einen, der mit Gott kein Verhältnis hat, es zu verstehen. Und das verstehe ich ganz gut. Wenn jemand sagt, naja, die Leute sagen so oft, es kommt und es kommt und es passiert doch nicht. Die Bibel hat eine klare Aussage und ich empfehle jedem, einfach mal die Bibel zu forschen. Wenn die Bibel euch nichts sagt, dann könnt ihr auch nichts Konkretes davon sagen. Ihr könnt nur das sagen, was ihr hört von dem einen, von dem anderen und was ihr erlebt. Aber nur mit der Beziehung mit der Wort Gottes kann ich deutlich was sagen. Es sind auch Leute, die sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Wisst ihr, diese Aussagen bestätigen eigentlich die Bibel, bestätigen eigentlich die Wahrheit, was in der Bibel geschrieben ist. Weil Jesus sagt selber, er weiß nicht, wenn er kommt, ob er überhaupt Glauben auf der Erde findet. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass in den letzten Tagen meistens viele von den wahren Glauben wegtreten. Viele Irrlehrer kommen. Und Irrlehre tut auch Zweifel bringen. Irrlehre tut auch Zweifel bringen, weil Irrlehre wird so dargestellt, dass die Menschen damit manipuliert werden können, aber nur diejenigen, die die Wahrheit nicht kennen. Deswegen ist unnütze, auch in den Kommentaren drum zu streiten. Ist es oder ist es nicht? Wenn ich die Wahrheit der Bibel nicht annehmen kann, dann empfehle ich einfach mal in Gebet zu gehen. Gott ist nicht ein unsichtbarer Gott in dem Sinne. Wir können zwar so ihn nicht sehen, aber wir können in unserem Leben ihn erleben. Ich möchte euch ein Kapitel aus dem Petrusbrief mal lesen. Und wenn ihr ganz vorsichtig zuhört oder ihr das selber liest, ich empfehle das euch auch zu lesen, dann werdet ihr sehen, dass alles, was in der Kommentare auch vorkommt, dass die Religion vieles Falsches gemacht hat und dass die Religion viele Menschen getötet hat und dass aber glaubt, versteht doch einfach, Glauben, was die Bibel bringt, ist keine Religion. Das gehört zu keiner Religion. Jesus Christus ist keine Religion, bildet keine Religion, gehört zu keiner Religion und das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun. Die Bibel wird zur Machtausübung genutzt. Und viele verdrehen das auch zu ihren eigenen Nützen. Aber
Wer die Wahrheit kennt und an der Wahrheit bleibt, weiß zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Also ich lese mal kurz die zweite Brief Petrus 2, also zweite Brief Petrus 2 ab Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Die verbändbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Zum Beispiel Katholizismus. Der Papst hat genau diesen Weg eingeschlagen. Und viele werden ihre Ausschweifungen nachfolgen, und deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Glaubt mir, Leute, jeder wird sich verantworten für das, was er sagt und was er macht. Du brauchst nicht glauben an Jesus Christus. Du kannst ruhig die Wahrheit verdrehen, aber glaub mir, du wirst vor Gottes Thron schweigen. Du wirst kein Wort rausbringen, weil du der Wahrheit entgegensiehst. Jetzt kannst du es leugnen. Jetzt kannst du es verdrehen. Du hast die Wahrheit, die Freiheit dazu. Aber nicht mehr lange. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen und des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, also seine Familie, seine drei Söhne mit Schwiegertöchter und Frau und ab, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einlosen brachte, und wenn er die Städte einäschen lasste, also Städte Sodom und Gomorra einäschen lasste und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem Ausschweifungen Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, so wird deutlich, der Herr weiß, die gottselig liegen, aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf das Tag des Gerichts, wenn er sie bestrafen werden. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung der Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten, verwegende, eigenmächtige, sie erzittern nicht, Herrlichkeit zu lästern, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vollbringen. Das sagt auch, dass sowohl bei Lot, bei Noah gesehen wurde, dass beide, bevor das Gericht gekommen ist, die totale Zerstörung gekommen ist, hat er sie rausgeholt. Also entrückt, würde ich jetzt heute sagen. Die Entrückung, bevor die Strafe kommt. Bei Noah war das Problem auch, dass viele damals gesetzlos waren. Bei Lot genauso.
Das sehen wir auch hier, dass er Tag für Tag sich quälte wegen die ganze Ungerechtigkeit. Und glaubt mir, liebe Leute, dass diejenigen, die Wahrheit empfangen haben, die die Wahrheit angenommen haben, die an Jesus Christus glauben, quälen sich heutzutage mit der Gottlosigkeit in dieser Welt. Und wir versuchen wirklich zu verkünden, diese Liebe Gottes, um deinem Leben eine Chance zu geben, die vielleicht noch zu retten. Weil mein einziger Wunsch ist, wenn jemand noch zu glauben kommen würde, um mit der Noah in die Arche zu kommen, mit Lot aus Sodom und Gomorra rauszugehen, mit uns zusammen entrückt zu werden vor dieser Strafe. Und diese Strafe wird kommen. Und ich würde euch empfehlen, dieses zweite Kapitel ganz durchzulesen. Es ist in der dritten Kapitel, wenn ich möchte das hier jetzt weiterlesen, weil da hat Petrus schon vor 2000 Jahren das geschrieben, was heute passieren wird. Und das ist eins zu eins eingetroffen. Das hat auch seinen Grund, warum. Weil es waren sehr viele, die gekommen sind, haben gesagt, am 20. September geht die Welt unter, am 14. September geht die Welt unter. Ich habe auch gesagt, dass am 23. September dieses Jahres erhalten wir ein Zeichen, der einmalig ist. Und Gott gibt nie ein Zeichen am Himmel ohne einen Grund. Der Zeichen von Bethlehem war damals, dass Jesus Christus geboren wurde. Und das Zeichen jetzt zeigt uns, dass Jesus Christus die Entrückung vorbereitet. Das heißt, jeden Augenblick vor oder danach, kurz danach, wird er kommen und er wird kommen. Aber was sagt Petrus hier? Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ihr durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Also das war schon in den Propheten 800, 900 Jahre vor Petrus oder sogar 2000 bei Moses. Wenn wir über Moses reden, das sind schon 2000 Jahre fast vor Petrus, ja. Und des durch eure Apostel übermittelten Gebote des Herrn und des Heilands und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen und werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang an der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Ich würde sagen, den Rest könnt ihr selber lesen. Aber für mich war wichtig, hier zu betonen, dass es werden heute später kommen. Und ihr sollt euch nicht wundern. Ich habe in dem anderen Video erläutert, dass wir Christen haben auch Schuld dabei. Die Uneinheit vieler Christen, auch in der Lehre, bringt Zweifel. Aber lasst euch nicht irreführen darin, sondern forscht nach. Und ich kann jedem sagen, der mir sowas schreibt, lies die Bibel.
und schau nicht, was der eine oder andere sagt. Ich kann die Welt nicht verändern. Ich kann nur eins sagen, dass Jesus Christus für dich starb. Dass Jesus Christus für dich auferstanden ist. Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Gottes Sohn ist. Und er hat seine göttliche Stellung da oben verlassen, dass er dich retten soll. Wenn du das nicht glauben willst, ist deine Sache. Aber ich sage euch, jeder wird sein Gericht erhalten. Ich hoffe, dass viele, die mich angeschrieben haben, auch in diesem Bezug dieses Video mal anschauen und sich Gedanken machen darüber. Schreiben, denken, glauben kann jeder das, was er will. Aber letztendlich, es kommt dieser Augenblick, wenn alle Menschen vor Gott stehen, außer die, die wirklich jetzt Jesus Christus angenommen haben, die wirklich entrückt werden, und sie werden entrückt, das bin ich hundertprozentig ich glaube hundertprozentig, ich bin überzeugt davon. Sie werden vor Gottes Thron stehen, ohne den Mund aufmachen zu können. Ihr habt jetzt die Chance noch zu überlegen. Ich habe dieses Video, ich sage es nochmal, gerade wegen dieser Kommentare gemacht. Ich möchte es nochmal deutlich machen für alle. Jesus Christus ist der Weg, ob du glaubst oder nicht glaubst. Was die Religion gemacht hat, interessiert mich nicht, weil das hat mit dem nichts zu tun. Es ist in der Bibel, der Petrus sagt es auch. Es sind viele falsche Lehrer, es sind viele falsche Religionen entstanden. Aber das hat mit uns, mit dem, der an Jesus Christus glaubt, nichts zu tun. Also, überleg nochmal, überleg dein Leben wieder, ob es so Sinn gibt, weiterzuleben, wie bis jetzt gelebt hast. Ob du wirklich Jesus als Sohn Gottes verleugnen willst. Aber glaub mir, du wirst dafür gerade stehen. Gott sei gepriesen für alle, die ihn angenommen haben. Und wir sollen weiter beten, dass, wenn es Gnade findet, viele noch zum Glauben kommen sollen. Du hast heute die Möglichkeit. Ich kann für dich beten. Mehr kann ich nicht. Nur eins sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg. Der einzige Weg für dich, aus dem Tod zum Leben zu erwachen. Du darfst machen, was du denkst. Amen.